ich habe gerade, als ich dich angeschrieben habe, dann habe ich an, kennst du Awesome Reach? Da habe ich dann an gedacht. Ah ja. Are you ready for Halo Reach? Ready? Ready doesn't even describe it. Naja, wir sollten vielleicht, weil das kommt ja höchstwahrscheinlich schon alles in den Talk. Ja, natürlich, das war jetzt extra cool als Einstieg. Dachte ich. Was? Das war jetzt voll der coole Einstieg eigentlich. Genau, ja. Und deswegen dachte ich, wir machen nochmal so kurz so die Intro. Ach so. Ja. Herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Heute zu einem neuen Random Talk. Genau. Und mit dabei sind einmal der Psycho. Hallo. Und ich bin's. Ja, genau. Und meine Wenigkeit, die zweite Person auf diesem Kanal, und das wäre dann der Quert. Und was wir hier machen, ist für die, die unseren Channel schon etwas länger verfolgen, der sogenannte ominöse Random Talk. Genau, eine alte Tradition. Mhm. Und was der an sich so also Besonderes hat, ist, wie der Name schon sagt, das ist ziemlich random. Ja, wir unterhalten uns nämlich einfach. Ich habe ihn jetzt, das Telefonat hier auf Skype geht noch nicht mal 5 Minuten, wir haben über noch gar nichts geredet quasi. Ja, und jetzt steht noch alles offen. Reden wir einfach. Ja genau, wir werden jetzt einfach loslabern. Losbrabbeln. Und dann wird das awesome. Hoffen wir so. Das ist ja, unsinnig. Das ist schon ententränend, so wie immer. Total, ja. Das sind ja schon unsere Zuschauer gewohnt. Dann willst du den Anfang machen oder mach ich? Mach du mal, mir fällt gerade spontan jetzt gar nicht so. Okay, also, okay. Mir fällt schon was ein, aber. Ich stelle eine böse These auf, die ich auch schon in dem Video, das ich heute hochgeladen habe, obwohl ich veröffentlicht habe, angesprochen habe. Das habe ich mir gerade angeguckt. Aus Langeweile. Ich habe mir gedacht, du hast dich jetzt schon wieder seit über einer Woche nicht mehr bei Psycho 108 angemeldet. Machst du das mal? Oh, ein neues Video! Das hat noch keiner gesehen. Bist du wieder VIP und guckst dir das mal an? Ich habe mich schon gefragt, warum es 2 Aufrufe hat. Und dann habe ich mich gefragt, mit wem hat der ein Duel gemacht? Ja, also, erstens vorwegzunehmen und vielleicht, ich habe ein Duel mit dem lieben SG Sunrise gemacht, falls dem ein oder anderen das was sagt. Interessant. Und das so wie ich unsere unglaublich schnellen Schnittkünste kenne, wird das höchstwahrscheinlich noch eventuell. Ja, der Random Talk, der kommt dann so im Dezember, ja. Dachte ich jetzt. Es hat gerade geschneit, glaube ich. Ja, stimmt. Naja, auf jeden Fall wieder zurück zum Thema zu kommen. Ich habe eine böse These in diesem Video aufgestellt, und zwar die nächste Welle kommt. Reinforcements. Ja, und die erste ist schon so ein bisschen tot. Nee, wir halten die Stellung. Wir halten die Stellung. Einsam und tapfer oder so. Aber nee, um mal, bevor jetzt alle anderen denken, was redet der überhaupt? ich rede von Halo-YouTubern, denn die alten Eisen sind irgendwie alle so ein bisschen erkaltet. Oh, was eine Metapher. Metaphern hier, ja. Oh, jetzt krass, wird's, jetzt wird's richtig literarisch oder so. Ja, gar nicht so random. Passt doch gar nicht. Intellent und so. Intellent. Ja, aber um mal meine fachspezifische Meinung zu dem Thema abzugeben. Ja. Deswegen habe ich ja schon dieses eine Video vor Ewigkeiten mal gemacht. Das, so, ich auch angesprochen habe. Ja, genau. Genau das. Deutsche Halo-Spieler im Netz. War das überhaupt richtig? Habe ich das richtig gesagt? Ich glaube schon. Boah, ich bin mega mind. Ja. Aber konntest dich nur an 2 alte Halo-YouTuber erinnern? Ja, hallo. Jetzt, klär mich mal auf. Was ist mit Unicy TV und der Halo-WG und überhaupt? Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Und zum Beispiel? Aber die waren ja noch nicht so ganz früh am Start. Die kamen ja auch so erst so. Das stimmt, ganz früh. Also die ersten waren ja, das ist ja dieser Fun Fact, den wir, glaube ich, in einem anderen Duel mir mal live aufgefallen ist, dass mein erstes Halo Commentary, was ich hochgeladen habe, habe ich an Tag XY hochgeladen und einen Tag davor oder danach, ich weiß es nicht mehr, hat GGC erst das Halo-Commentary hochgeladen. Das heißt, das war so voll die geplante Gründung der Community und so. Und das waren so mit die ersten. Wobei man ja sagen muss, der erste deutsche Halo-Kommentator war ja It's Mongoose, aber der macht ja keine Videos mehr. Der macht keine Videos mehr. Das ist schon länger erstarrt. Genau.
Und hat da am Ende auch nur noch Black Ops gemacht, das fand ich irgendwie so nett. Genau, dann habe ich ja gar nicht mal so viele vergessen. Weil eigentlich waren es ja nur so wir drei. Ja, gut. Also, da wir zwei Personen, unser Kanal ist ja schizophren. Ja? Im Gegensatz zu anderen. Tylo, das hat doch früher auch mehr Halo gemacht. Wer hat noch mehr? Tylo. Stimmt, Tylo. Ja. Der war ja noch bei Max FPS und so. Genau, den gibt's ja so auch noch. Her. Was macht der eigentlich so? Den habe ich auch schon länger nicht mehr bei dem vorbeigesehen. Eine Zeit lang hat er dann nämlich nur noch Call of Duty gemacht. Macht der jetzt eigentlich noch Halo oder ist der jetzt irgendwie komplett in Speedruns von Mario abgedriftet? Keine Ahnung. Also ich hab ganz viele Leute aus den Augen verloren. Ich irgendwie. Auch. Momentan schaue ich wirklich nur vier Channels. Einer davon ist irgend so ein komischer Tech-Channel, den, keine Ahnung, in letzter Zeit hat es mich irgendwie angetan, mir irgendwelche Tech-Reviews anzusehen. Warum auch immer. Egal. Genug meine wunderlichen Gelüste. Dann schaue ich hin und wieder noch Max FPS, weil, keine Ahnung, den finde ich eigentlich immer noch gut. Und den schaue ich auch nicht mehr. Oder fast nicht mehr. Okay. Ich schaue auch nicht mehr so regelmäßig ihn, wie ich es früher mal getan habe. Aber ja, so hin und wieder schaue ich schon noch mal bei seinen Videos vorbei und mehr oder weniger was Cooles und so spricht er schon. Es ist halt so wie immer. Ich finde, er hat halt Ahnung vom Spiel und von den Spielen an sich und auch von der Technik dahinter und was ich ja, so keine Ahnung. Zuzuhören. Aber ich gucke mir halt allgemein fast keine Commentaries mehr an, außer irgendwie von uns. Also die ihr, was ich auf GHN mache, gucke ich mir an, so Halo-mäßig und so. Ja. Und das, was du hochlädst. Sonst irgendwie fast gar nichts, weil ich gucke auch irgendwie fast keinen YouTuber, von fast keinem YouTuber gucke ich wirklich jedes Video irgendwie. Das stimmt, ja. Bei Yetivin mache ich das noch. Mhm. Und wie ich vorhin sagte, bei irgendwie uns oder so, weil ich da auch selber involviert bin, deswegen zähle ich das jetzt mal nicht dazu. Ja. Weil sonst immer so, kommen dann immer einige Videos, die mich halt irgendwie nicht so interessieren und dann denke ich mir, guck's jetzt lieber nicht, dann andere Sachen zu. Zeit dann doch zu knapp bemessen, als dass ich sie so leichtfertig verschwenden würde. Und egal, auf jeden Fall, wenn ich sonst schaue, ich halt noch so sporadisch eben bei ein paar der neueren Halo-YouTuber jetzt momentan vorbei. Hauptsächlich, wer es mir momentan wirklich angetan hat, wobei das klingt schwul, ist wirklich Tatsache SG Sunrise, weil, keine Ahnung, ich finde, der hat irgendwie so eine Erzählstimme. Ja, keine Ahnung, ich gucke jetzt, ich mag ihn auch und ich habe ihn ja erwähnt und hat ja dann aufgrund des Videos damals nochmal durch seinen Channel geforstet. Und keine Ahnung, ich finde, man kann ihm auch gut zuhören. Aber der Junge hat einen Output, das ist Wahnsinn, davon können wir nur träumen. Das habe ich ja auch schon damals irgendwie, ich habe das nicht verstanden. Wie schafft man das? Schon, ja. Hallo? Und von dem, was ich erfahren habe, hat der nicht so eine viel bessere Leitung als wir. Der muss ja 24/7 am Uploaden sein. Wie kommt der überhaupt noch? Wie kann der dann noch online spielen? Das ist wirklich krass. Und der macht ja. Also ich meine, jetzt hat sich ja, glaube ich, wieder. Letztens hat er auch wieder zwei Videos in einem Tag hochgeladen. Ich habe nämlich heute, ich schaue ja Videos immer in Wellen, also ich nehme mir dann irgendwann so Hab ich einen gemerkt, Tag so. Bei mir irgendwie, weißt du, hast du irgendwie gar nichts kommentiert so oder fünf verschiedene Videos plötzlich. Kommentar. Es gibt dann immer so Tage, da bin ich dann so gerade irgendwie auf YouTube und dann schaue ich erstmal alles, was ich verpasst habe, durch und dann kommentiere ich das auch immer gleich immer alles und stimmt. Ja. Und da habe ich dann heute eben auch wieder geschaut und ist mir bei einem irgendwie aufgefallen, weil ich mir dachte, komisch, das klang jetzt irgendwie wie, als käme das Video vor einem, das ich davor gesehen habe und das wäre dann voll gar keine chronologische Reihenfolge. Und dann habe ich so mal gesehen, wann die halt veröffentlicht wurden und dann hat sich herausgestellt, dass es doch eine chronologische Reihenfolge war, aber nicht nur das, sondern dass zweimal wieder das gleiche Datum hatten. Und dann musste ich auch schon wieder böse denken, so viele Videos würde ich auch gerne machen können. Irgendwie, in letzter Zeit habe ich nicht wieder Bock dazu, aber ich scheitere immer an meiner eigenen, an dem Aufwand, den es dann doch ist. Vor allem, das ist halt wieder sowas Typisches. Man ist natürlich auch drauf aus, seine Videos irgendwie möglichst professionell wirken zu lassen. Und ich meine, wir haben da schon einiges gemacht. Aber das große Problem ist, je mehr man irgendwelchen komischen Shit reinbart, desto mehr Arbeit es ist. Mir reicht es ja jetzt schon zum Teil irgendwie, keine Ahnung, man muss dann erstmal die Videospur irgendwie mit dem
was man gesagt hat, irgendwie synchronisieren, weil zumindest ich mache das so, wenn mein PC ja nicht wirklich gut ist, dass ich das Gameplay immer an der Xbox schaue und währenddessen dann kommentiere, dann muss ich es natürlich im Nachhinein wieder synken, wenn ich es zusammenschneide. Das kann ich wiederum nicht machen, weil wenn ich das mache, dann hört man immer schön die Xbox, und weil das Mikrofon halt, das nimmt halt viel auf, ja, ja, das ist halt relativ so aufnahmefreudig. Und ja, dann hört man halt die Xbox im Hintergrund, das ist halt scheiße. Natürlich. Aber da muss ich sagen, da ist Audacity wirklich gut, weil genau diese Sounds, also sobald die Sounds halt im Hintergrund monoton und gleichbleibend sind, was das Summen der Xbox ja doch eindeutig ist, außer sie meint, ihr CD-Laufwerk mal irgendwie in Gang bringen zu müssen, das kann Audacity wirklich super rausfiltern. Und das hört man dann wirklich kaum oder so gut wie gar nicht. Und ja, und seitdem macht das eben immer so. Und dann muss ich halt das auch wieder synken, dann muss ich unser Wasserzeichen irgendwie einbringen und noch unser Intro davor und dann noch irgendwie. Na gut, ich habe mir inzwischen jetzt so ein Standardprojekt in Vegas erstellt. Ja, habe ich auch schon, aber trotzdem musst du dann noch das Wasserzeichen erstmal kopieren und dann wieder einfügen. Und so lange wie halt das Video ist und Zeug und Schüssel. Ah, also, wenn ich das jetzt mal so. Also so dass der Aufwand, ein Commentary zu machen, vergleiche mit dem Aufwand irgendwie, oder ein Let's Play und ein Commentary, die sind ja relativ ähnlich, ja, so von der Machart, mit irgendeinem anderen Video, ja, gut. Ist fast alles aufwendiger. Das stimmt, ja. Mir reicht es auch schon immer bei den Videos, wo ich dann eben zwei Videospuren habe und dann hin und her cutten muss. Ich meine, das wäre an sich auch nicht so der große Aufwand, aber da mein PC natürlich extra schnell ist, brauche ich ungefähr dreimal so lange für jedes scheiß Video, weil ich mir alles dreimal so oft ansehen muss, weil dann hat es dann genau da wieder geruckelt, wo was Interessantes passiert wäre, also muss ich mir eine neue Stelle nochmal ansehen und so weiter und so fort. Und somit braucht es immer Ewigkeiten. Ja, aber keine Ahnung, wenn ich jetzt hier, das ist halt das Tolle, ja, wenn ich jetzt auf SGTV ein Video mache, die sind zwar teilweise, die sind natürlich aufwendiger, muss man sagen, weil wenn ich dann da, sagen wir mal so, zum Beispiel das Bouldern-Video, ja. Ja, das hat mir total viel Bock gemacht, das zu machen. Das war auch gut, weil sonst hätte ich das nicht fertig gemacht. Du, ich hatte da, wir waren Bouldern, wir waren vielleicht so fünf, sechs Stunden da. Oh nein. Und dann haben wir auch 4 Stunden aufgenommen. Oh, das heißt, ich musste erstmal den ganzen Scheiß da sortieren, durchgucken, wo ist eine gute Szene, wo kann man das einbauen, oh, wie mache ich das überhaupt? Und dann, das dauert halt einfach allein schon, das zu machen und dann noch das Schneiden und überhaupt und Musik raussuchen und Zeug. Mir reicht es ja schon immer bei Podcasts, die dann zum Teil eine Stunde gehen, wenn du dann 3 Audiospuren hast, dann darfst du dir das Ganze so ungefähr 3-mal durchhören. Na gut, nicht ganz, weil man hört sich ja eigentlich alles schon, legt sich sogar dann und hört sich dann an, aber trotzdem, wenn dann irgendwie einer wieder irgendwas gebrabbelt hat, dann musst du das eine wieder rausschneiden oder so und darfst dir, auf jeden Fall, es reicht allein schon, sich diese eine Stunde, diesen Podcast anhören zu müssen, nochmal und immer wieder an irgendwelchen Stellen mal anhalten und da hat der wieder irgendwas falsch gemacht und dort musst du noch was einspielen und oh. Na, wenn ich dann so zum Beispiel das Mass Effect Review, ne, ja. Ich erstmal mache ich mir Notizen, was ich überhaupt ungefähr sagen will, weil sonst hast du halt gar keinen Faden, das ist auch scheiße. So, dann setze ich mich dahin, nehme das auf. Dann muss ich das in Vegas reinpacken, schneiden, dann muss ich aus meinem ganzen Material, was ich während ich 3 fucking Mass Effects gespielt habe, 3 fucking Mass Effects, das sind 80 Stunden Spielzeit, muss ich mich da hinsetzen und überlegen, fuck, wo sind jetzt Szenen, die dazu passen? Oh Mann. Und die dann da reinschneiden und dann merken, dass hier irgendwie ein Aufnahmefehler noch passiert ist und da noch das und hier und da. Dann das noch fertig schneiden, dann das Intro noch einpacken, noch Musik unterlegen, die natürlich möglichst auch copyright-free ist, Trailer-Material einarbeiten, das dann rendern und hochladen, dann noch ein Thumbnail erstellen und dann. Also wirklich, ich muss sagen, Thumbnails habe ich immer noch nicht die Muße gefunden. Also ich glaube, ich mache mir irgendwann mal so ein Standard-Thumbnail, wo ich einfach nur noch den Titel und so ändern muss für jeweilige Situationen, also wenn Commentary ist oder wenn irgendwie was live ist. Und nehme dann die her und das mache ich dann einmal fancy und wechsle dann immer die Schrift aus, weil jedes Mal sich was Neues auszudenken, also ich meine, das ist schon schlimm genug, sich überhaupt mal was auszudenken. Was muss denn in das Thumbnail rein? Dann darfst du erstmal wieder alles suchen und dann endet es immer so, also ich benutze ja GIMP, dann ziehe ich irgendwie sämtliche Bilder, die ich dann mir so ausgedacht habe, so in GIMP rein. Toll, sieht ziemlich scheiße aus.
Und dann darfst du irgendwie eine Stunde dir überlegen, wie du das Ganze jetzt irgendwie dazu bringst, halbwegs ansehnlich und professionell wirken zu lassen. Und das ist gar nicht mehr so einfach, weil zum Teil, also du brauchst irgendwie so eine Hintergrundtextur und so ein bisschen so ein Drop Shadow, damit das Ganze nicht ganz so behindert wirkt, wie als hättest du alles einfach draufgezogen. Und dann musst du es natürlich auch noch sinnvoll anordnen, manches auch noch ausschneiden und das, also ich hasse Sachen auszuschneiden, das ist so eine Fieselarbeit, dann mit so einem Freeform-Tool dann da einzeln Sachen auszuschneiden, vor allem wenn du dann irgendeinen Fehler machst und dir ist deine Auswahl verloren gegangen und du darfst alles wieder von vorne machen. Das ist einfach eine Scheiße. Ja, das erkenne ich. Ich sage nur Masken. Boah, Übergänge erstellen mit Masken. Ja, brauchst du für so einen 2-Sekunden Übergang einfach mal 3 Stunden Arbeit. Kein Thema. Wie auch sonst. Ich meine, ist ja normal. Sonst nichts an, also. Ja, aber zu den Thumbnails, keine Ahnung. Ich habe jetzt für meine Kategorien, für die meisten halt einfach schon so ungefähr sieht das aus. Da habe ich so eine Vorlage und dann meine ich halt auf einen Vorhang aufzumachen, dann ziehe ich halt einfach nur noch das Dings, das Filmposter da rein und dann arbeite ich das kurz ein und gut ist. Ja, so aber ich auch ganz sinnvoll. Keine Ahnung. Man muss ja auch nicht, das Thumbnail sollen eigentlich, glaube ich, eben möglichst simpel sein, damit man halt einfach so, darum geht's, das, klick. Also, schon relativ simpel, das ist klar, aber trotzdem, ich weiß nicht, wenn ich, also als ich mein erstes Thumbnail irgendwie so, also, gemacht habe, und als ich dann so mit der ersten Version fertig war, habe ich das so angesehen und dachte mir so, ja, ist schon gar nicht mal so gut. Und ja, dann muss ich mir irgendwie überlegen, was mache ich jetzt, damit es ein bisschen zumindest noch was aussieht. Keine Ahnung, das ist einfach, wenn du so freien Platz hast, wie mache ich diesen freien Platz weg, dass es trotzdem subtil ist, aber nicht so ganz frei wirkt, wie als wäre da einfach nichts. Weil, keine Ahnung, so ein simpler Hintergrund, der einfach nur aus einer Ebene mit einer Füllfarbe besteht, sieht ziemlich fett scheiße aus. Oh ja, oh mein Gott. Genau, das ist das mit dem Kampf jetzt. Aber ich habe noch was anderes, was mir nicht auch noch aufgefallen ist. Du hast ja. Ich wollte doch eigentlich ganz kurz was sagen, was ich mir sogar jetzt aufgeschrieben habe, weil ich das wichtig finde. Okay, dann werde ich. Nämlich, wir haben ja vorhin darüber geredet, dass wir nicht mehr so viel alle gucken können. Ja. Aber trotzdem habe ich ja noch einige Leute abonniert und trotzdem mal, was die so machen, selbst wenn ich sie nicht gucken kann, weil mich ja trotzdem interessiert, was die tun. Ja. Damit ich die nicht komplett aus den Augen verliere. So. Das wollte ich noch anmerken, weil das wollte ich schon die ganze Zeit sagen. Ach so, das war's schon. Das war's schon. Fahren Sie fort. Ach so, ja. Kurz in persönlicher Sache, dass die meisten Zuschauer euch wahrscheinlich nicht so interessiert, da du ja auch ein Windows Phone hast, muss ich dir noch kurz eine Empfehlung geben. Ich habe nämlich eine neue YouTube-App besorgt und die ist nochmal viel cooler als die ich dir schon mal gezeigt habe. Und zwar heißt die. Die ich mir gar nicht runtergeladen habe. Die hast du nicht runtergeladen? Schaust du immer noch über die Mobile-Seite? Ich schaue fast gar nicht auf meinem Handy. Achso, ich muss sagen, ich schaue nur auf meinem Handy, also so gut wie nur noch. Am PC, also wenn ich den PC anmache, dann macht der meist irgendwas anderes, wie Zeug hochladen oder Videos rendern oder einfach Strom verschwenden, was der PC halt so tut. Ach, das kann man auch. Und deswegen schaue ich am PC eigentlich kaum noch Videos, vor allem ist es, wenn ich Videos schaue, ist meist irgendwie so am Wochenende, wenn ich am Morgen noch so im Bett flack. Und dann irgendwie denkst du, so, jetzt musst du aufstehen, weil es ist schon irgendwie so langsam 12 und dann wird es irgendwie scheiße. Und dann schaue ich so auf die Uhr natürlich, wie spät es jetzt genau ist nochmal, um mich nochmal zu vergewissern, ist es auch wirklich jetzt schon so langsam 1:30, blöd, muss ich wirklich aufstehen. Und dann habe ich schon mein Handy wieder in der Hand und wenn man das Handy in der Hand hat, dann entsperrt man es meist auch. Und dann geht's los. Dann kommen als erstes die ganzen News-Apps, weil... Ja, genau, die ist sehr gut, muss ich sagen. Die benutze ich jetzt inzwischen auch. Ich benutze auch die N24-App, muss ich sagen. Wobei ich mir immer noch nicht sicher bin, ob N24 guter Journalismus ist. Höchstwahrscheinlich nicht. Was ich halt an der Bing News-App toll finde, ist, dass die halt einfach die Artikel von mehreren verschiedenen Dings zusammentragen, stimmt, und die in Kategorien so einordnen und dann kannst du da so ein bisschen durchschmücken. Und sie ist natürlich auch noch, weil sie schlauerweise von Microsoft kommt, auch noch perfekt auf das Design angepasst, das Windows Phone hat.
Ja, Finde ich sehr gut. das ist einfach, keine Ahnung, ich mag die. Genau. Ja, auf jeden Fall ist es dann mit den News halt, irgendwann gehen mir dann die Artikel aus und dann ist schon nähert sich so langsam der Zeitpunkt, wo ich eigentlich aufstehen müsste. Dann ist nur noch die letzte Rettung YouTube, wo ich dann einfach mal so, oh ja, da schau mal Desktop mal ganz kurz an und dann geht's eh bergab. Also dann ist die Zeit eben erst wieder um. Dann ist irgendwie so 3 Uhr, ja, gut, das ist mein Handy-Akku auch halb leer. Jetzt stehe ich dann mal so langsam auf. Naja, wobei ich. Jetzt gucke ich am PC weiter. Da wird dann meist die Konsole angeschaltet. Na, Spaß. Ja. Ja, und deswegen schaue ich in letzter Zeit eigentlich nur noch am Handy. Egal, Nee, um ich schaue. das Ganze jetzt zu äußern. Es wäre, wo ist sie denn? Hier, MyTube. Ist wirklich sehr gut. Ich muss MyTube. ja sagen, wofür die meisten anderen OS-Benutzer uns ja total auslachen, uns Windows-Phonler, dass wir immer noch keine YouTube-App haben, keine offizielle. Aber ich muss sagen, das stört eigentlich gar nicht, weil wir haben zwei, also ich kenne jetzt schon zwei Third-Party-Apps, die so viel besser sind als die normalen Standard-YouTube-Apps. Das ist Wahnsinn. Ich muss eh sagen, was ich verstehe einfach Google nicht. Ich Nee, verstehe gar sie nicht. einfach Ich nicht. Was? letztens, ich war so schockiert, ne? Ich denke mir so, wie kannst du jetzt noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit auf deinen Channel bringen? Habe ich gedacht, du könntest einfach mal gucken, dass du ein paar Videoantworten machst. Und da hast du eigentlich auch Bock drauf, mit Leuten in Kontakt zu treten über Videoantworten. Na. Und denke mir, so, das Video ist cool. Bla 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 von so und so. Videoantwort. Moment mal. Wo ist die Videoantwortenfunktion? Stundenlang gesucht, dann gegoogelt. Videoantwortenfunktion ist nicht mehr verfügbar. Oh Was? Mann. Und das muss man sich mal vorstellen. Es war eine der besten Funktionen Ja. überhaupt. Ich fand das so geil, dass du einfach sagen kannst, so, Videoantwort, das passt zueinander, das ist verknüpft, das war so ein schönes Netzwerk. Das Und dann stimmt haben die ja. das Ganze, was es früher gab, die ganzen Videoantworten, die in der Vergangenheit schon gepostet Nicht wurden, sind bitte. ja jetzt auch weg. Oh Mann. Das heißt, das ganze Netzwerk, was aufgebaut wurde, ist jetzt destroyed. Das ist so. Ah, Aber ich Google. verstehe sie in vielerlei Hinsicht nicht. Dann zum Beispiel diese super Tatsache. Also ich meine, mittlerweile haben sie es ja selbst auch erkannt. Google ist ja mit Android eigentlich momentan der führende Sache, der führende, das führende Unternehmen, was mobiles Zeug angeht. Und dann die mobile YouTube-Seite. Du kannst nicht auf Kommentare antworten. Es geht einfach nicht. Es geht auch meines Wissens in keiner YouTube-App. Zumindest nicht in der von iOS, und die von iOS ist, glaube ich, die gleiche wie die von Android. Oder ist so ziemlich die gleiche. Sag jetzt, dass es in der auf Windows Phone geht. Dann ist alles gut. Ja, in der Third-Party-App, die ich mir jetzt runtergeladen habe, nämlich MyTube, geht es. Und das muss ich wirklich sagen, ist sehr geil. Und es geht auch Tja. nicht. Die meisten anderen Getestet. YouTube-Apps machen es dann so, dass wenn du auf Antworten drückst, also die meisten anderen Third-Party-Apps, dass wenn du auf Antworten drückst, dann steht einfach dieses Ad davor. Vor dem Username. So, Und das YouTube erkennt es und schickt dem dann halt eine Nachricht, dass jemand auf deinen Kommentar, also dass der auf deinen Kommentar geantwortet hat. Wobei ich nicht verstehe, ich meine, wenn YouTube schon erkennt, dass dieses Ad bedeutet, dass jemand erwähnt wurde und diesen Leuten dann eine Warum dann nicht Nachricht, gleich die warum sie dann Funktion? es nicht gleich verlinken? Keine Ahnung, Utopie oder so. Google. Und auf jeden Fall die An die App Praktikanten wieder gearbeitet. schon, ja. Auf jeden Fall die App, die ich jetzt habe, die kann das und zwar auch ohne Ad. Und das finde ich sehr schön. Und das ist wirklich sehr, sehr cool. Und ich frage mich wirklich, warum Google das nicht hinbekommt. Dann auch sowas unglaublich Behindertes, was jetzt bei unserem YouTube-Account ist. Ich habe den ja aus Versehen Oh mal Gott, ich hasse Google mit Google Plus. Plus verknüpft, ja. Fetter Scheiß. Weil Google Plus, also hat mich ja, also nein, anders, YouTube hat einen ja schon die ganze Zeit irgendwie vorgeschlagen, bla. Google Plus, sieh dir das doch mal an und verknüpft doch den Account dann habe ich mir irgendwann gedacht, irgendwie so, hä? Da kam da so ein Pop-up-Fenster wieder und ich dachte, jetzt ist es Zwang. Weil da stand irgendwie nirgendwo mehr Skip oder so, dabei hätte ich einfach nur oben aufs X drücken müssen. Und das habe ich nicht gemacht Ja. und dann habe ich mal gedacht, okay, jetzt ist es halt soweit, jetzt verknüpfst du einfach deinen Scheiß. Dann habe ich den Scheiß verknüpft. So. Als erstes hieß jetzt unser Profil, so, weil wir hatten ja mal, der ist übrigens auch noch auf unserem Channel drauf, wir hatten ja mal Ach ja, der Livestream. ja, den verzweifelten Versuch gestartet zu der Halo 4 Erstvorstellung, war ja so ein MLG-Turnier. Ja, darf ich mal kurz einwerfen?
Wir brauchen immer noch jemanden mit einer geilen Leitung. Wir wären perfekt zum Hangout, Alter. Ja, ich hab auch einen Bock auf Hangouts. Da kannst du einfach Scheiße labern und 3 Stunden lang. Ja. Das ist doch unser Ding. Warum haben wir keine gute Internetleitung? Wobei es, glaube ich, gar nicht mal so nötig ist, weil wir bräuchten ja kein Gameplay im Hintergrund, sondern einfach nur irgendein anderes Bild. Und da ist ja einfach nicht so wild. Ja, ein Bild. Aber man müsste, letztes Mal hat es ja nicht funktioniert, dass man uns gehört hat. Ja, so. Das Problem ist, jeder müsste halt ein Google-Konto haben und dann kann man dem Hangout beitreten. Mit anderen Google-Konten. Genau. Also, beschäftigen wir uns irgendwann anders. Genau, ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, hast du schon gesagt, wir haben mal versucht, in einem Hangout oder mit einem Hangout einen Livestream zu starten bei der Erstvorstellung von Halo 4, weil es so ein MLG-Event, das wollten wir kommentieren. Hat nicht so gut funktioniert. Auf jeden Fall haben wir dafür, weil für diese Hangouts ist ein Google Plus Account notwendig und deswegen haben wir unseren Kanal, also haben wir uns schon mal früher einen dazu erstellt. Und den haben wir natürlich, weil wir Google Plus uns nötigen wollten, unseren echten. Du warst das. Stimmt, ich war das. Ich distanziere mich davon. Google Plus uns dazu nötigen wollte, unseren echten Namen anzugeben. Was ich persönlich gar nicht mal so schlimm fände, ja. Von mir aus gebe ich halt meinen echten Namen an, aber es ist allein schon daran gescheitert, dass wir 2 Personen sind. Und wie funktioniert das? Da ich natürlich nicht irgendwie so, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir dann schon mal so einen Google-Account gemacht. Der ist dann, ich weiß auch nicht, ob der schon, der war dann glaube ich schon von Anfang an irgendwie mit unserem Konto verknüpft oder irgendwie auch nicht, keine Planung. Habe ich gerade gesagt, keine Planung? Egal, keine Ahnung. Ja. Und deswegen haben wir den ganz schlau genannt, weil es mit den Hangouts eben zu tun hat. Psycho Hangout. Also eigentlich nicht Hangout, sondern Hangout. Weil Hangout, glaube ich, hätte er dann irgendwie erkannt und nicht als Namen gewertet. Zumindest habe ich mir das gedacht und habe es dann so ein bisschen leicht abgeändert. Und, oder ich habe mich vielleicht auch verschrieben, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Auf jeden Fall klingt der Name ziemlich beschissen, deswegen möchte ich ihn nicht mal weiter erwähnen. Irgendwann kam dann eben aber, stimmt, ja, unser YouTube-Kanal war ja schon lange mit Google Plus verbunden, nicht mit diesem Psycho Hangout. So, irgendwann kam dann aber die Tatsache, dass Google wollte, dass man, nein, YouTube wollte das vielmehr, dass man bei seinem Kanal seinen echten Namen angibt. Oh Gott, so, naja, und, stimmt, das ist genau, ja genau, und das nerviger. Ist ziemlich noch viel nerviger. Aber da Google Plus dann ziemlich noch viel. Irgendwann draus gelernt hat, so, irgendwie drückt es dauernd jeder weg. Könnte es vielleicht sein, dass manche YouTuber ihren echten Namen gar nicht angeben wollen? Applaus! Hm. Auf jeden Fall sind sie irgendwann darauf gekommen und haben dir dann angeboten, sowas ähnliches wie eine Facebook-Seite zu erstellen, nur auf Google Plus halt, die dann den Namen deines YouTube-Accounts hat. Also bei uns wäre das Psycho108 und diese Seite ist dann eben auch mit deinem Google-Account verlinkt. Und vor allem auch mit deinem YouTube-Account. Und jetzt ist es nämlich komisch, denn jetzt ist mit unserem YouTube-Account sind irgendwie 2 Google-Accounts verlinkt, wovon einer ein richtiger Google-Plus-Account ist und der andere ist irgendwie nur so eine Seite, wofür man scheinbar eine Google-Plus-Account braucht. Und deswegen haben wir jetzt irgendwie so doppelt gemoppelt. Den Schissel, immer wenn man sich einloggt, fragt er einen, welchen, als was man sich denn jetzt einloggen möchte. Entweder als Psycho Hangout oder als Psycho 108. Und was noch viel lustiger ist, was mir letztens aufgefallen ist, als ich eben das mit dem Duel mit dem lieben Herrn Sunrise ausgemacht habe, die haben getrennte Postfächer. Ja. Echt? Warum? Ich war nämlich eingeloggt als Psycho Hangout und habe ihm eine Nachricht geschrieben. Wenn er mir dann zurückgeschrieben hat, ist es immer bei Psycho Hangout eben gelandet. Also ich höre mal auf, Hangout zu sagen, das klingt irgendwie so behindert. Bei Psycho Hangout gelandet. Dann habe ich mich aber umgemeldet auf Psycho 108, weil das ja eigentlich das Sinnvollere ist, mit unserem Channel zu benutzen. Und da waren diese Nachrichten nicht. Das heißt, auch alle Nachrichten, die ich ihm von Psycho Hangout aus geschickt habe und auf die er geantwortet hat, sind auch wieder bei Psycho Hangout gelandet und nicht bei Psycho 108. Und das ist natürlich super sinnvoll, weil jetzt haben wir den ganzen Shit mit doppeltem, wenn nicht sogar dreifachem Boden und ein mega Chaos. Anstatt, dass man das einfach mal irgendwie sinnvoll verwaltet. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hasse so komplizierte Sachen inzwischen teilweise. Das ist ja furchtbar. Ich will doch einfach nur meinen Scheiß benutzen und gut ist. So kann Zeug nicht einfach funktionieren. Was das Schlimme ist, ist, dass es doch tatsächlich wirklich so ist, dass Seiten, die sich nicht verändern, irgendwann untergehen, wie MySpace. Das große Problem ist, dass Seiten, die sich verändern, auch dauernd nicht wirklich gut funktionieren. Ja gut, wobei ich jetzt sagen muss, wenn ich jetzt mal an Facebook
denke, dass die teilweise halt auch wirklich sinnvolle Neuerungen reinbringen. Zum Beispiel die Gesehen-Funktion finde ich Was ganz ist das praktisch. Das ist jetzt? jetzt nicht super innovativ, aber die haben die ja irgendwann eingeführt. Und das Titelbild gab es ja früher Ja, nicht, das das ist finde auch ich ganz eigentlich auch schön, ja, mega das geil ist und gut so. gemacht. Wie fandet ihr das heutige Video? Lasst es uns wissen, gebt eine Bewertung ab und schreibt einen Kommentar. Ihr wollt mehr von uns sehen? Dann klickt doch auf Abonnieren und checkt unseren Channel aus. Ihr wollt uns unterstützen? Dann teilt doch das Video mit euren Freunden und der ganzen Welt. Ihr wollt immer auf dem neuesten Stand bleiben, was Psycho und Quert angeht? Dann schaut doch mal auf unseren Social Network Seiten auf Twitter, Facebook und Instagram vorbei. Psycho und Quert gibt's jetzt natürlich auch für unterwegs. Als Audio-Podcast auf iTunes und als RSS-Feed. Ihr wollt mehr von Psycho sehen? Dann schaut doch mal auf seinem anderen YouTube-Kanal Psycho Games TV vorbei. Alle wichtigen Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und auf unserem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen, stay tuned und bis zum nächsten Mal bei Psycho und Quert.